So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich habe diesen Tipp grundiert mit einem Fiberglas Kehl Rosé. Habe dann eine French Spitze gemacht mit dem von Fingerspitzengefüß Starshine Roulette. Na. Das ist ein schönes dunkles Rot mit silber-lila Partikelchen drin. Und jetzt nehme ich meine M-Paste, und zwar das schwarze. Und werde ein Design zaubern. Und zwar möchte ich so wie eine Kette so ähnlich machen. So, das ist der erste. Und dann gehen wir so noch mal rüber. Und dann einfach mittig gerade runter. So. Und dann nehme ich einen noch feineren Liner und werde hier Punkte setzen. Dann muss ein größerer Punkt hin. So, jetzt drehen wir das Ganze. Hier so eine Art Tropfen machen. Und da kommt auch noch ein Punkt hin. So. Und hier in der Mitte möchte ich dann einen Stein setzen. Ich glaube, der Tropfen ist noch ein bisschen größer.
So. Und ich möchte, was setze ich denn da am besten rein? Einen viereckigen, glaube ich. Ich habe hier so viereckige Kristalle. Und da werde ich einen dann mittig reinsetzen. So. Und so lasse ich das jetzt. Ich werde das jetzt aushärten und dann hole ich euch wieder zurück. Bis gleich. So, der ist jetzt ausgehärtet und schaut jetzt so aus. Also ich finde den richtig süß irgendwie. Ihr könnt natürlich auch jede andere Farbe da nehmen oder auch hier für dieses. Es ist halt nur wichtig, dass es vielleicht eine One-Stroke-Malfarbe ist, weil die sind ein bisschen dickflüssiger und dann kann euch nichts verlaufen. Okay, dann wünsche ich noch euch einen schönen restlichen Abend, weil wir haben es jetzt hier schon 18 Uhr noch was. Ich werde das nachher dann noch hochladen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao!